So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. So, let's go. So viele Meilen haben wir nicht mehr vor uns. Was sehr gut ist. Ready to roll. So. Ich finde es auch mal witzig, wie die meisten LKWs, die so rumstehen, immer diese Standardräder haben, ja? Alle Auflieger, die man so in Mission bekommt, haben immer diese Standardräder. Und die LKWs, die so rumfahren, haben auch immer diese Standardräder, ja? Das ist immer irgendwie so. Hätte man ruhig ein bisschen mehr Randomness reinpacken können. Ja, einfach so an jedem LKW, jedes einzelne Rad muss anders sein. Also richtig Hipster-Style, ja. Straße frei, Straße frei. Wenigstens, dass manche LKWs mal so mit Chromfelgen rumfahren oder zumindest diese anderen Stahlfelgen, die nicht nur zwei Löcher haben, sondern halt acht oder wie viel auch immer das sind. Aber die haben immer alle die gleichen Standardfelgen. Aber wie gesagt, auch die ganzen Auflieger, die man so in Missionen und so bekommt. Alles voll der Einheitsbrei hier, alles gleich geschaltet. Scheißregierung. Seht ihr? Mal diese gleichen Felgen. Egal was für ein LKW, selbst die, die keine Standard-Trucks sind, also welche, die wir selber auch fahren können, sondern auch so andere LKWs, ist immer das gleiche. Immer die gleichen Felgen. Kannst da hingucken, wo du willst. Es ist so traurig. Da könnte man so viel mit Individualitätismus spielen. Ich meine, ich persönlich mag diese alten Felgen, ja, keine Frage, aber wenn halt nur die vorkommen, ist halt irgendwo scheiße, ja, ist halt irgendwo langweilig. Oha, hier ist jetzt ja ein Stück ab hier. Er wird mir gerade ein bisschen zu schnell. Wenn ich mal ehrlich bin. Eieieiei. Warte, ich melde mich gerade meine Map gar nicht. Ah, ich muss hier abbiegen. Das kleine Schild, was da gerade war mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, habe ich gerade ein bisschen spät erst gesehen. Hätte ich auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Dachte, ich kann da so richtig schön auf den Bürgstein so ein bisschen reinschwenken, aber nee. Natürlich nicht. Das ist ja ein Physikertunnel. Süß. Noch 18 Meilen. Noch 17 Meilen. 16. Oh mein Gott. 15, 14, 13. Bing, bam, bum. Ist ja auch eine schöne Gegend. Ach so, halt! Ich hätte da rumgemusst.
Aber du sagst mir das denn keiner. Mein gleicher Scheiße hier. Meine Güte. Halt, da lang. Und jetzt volle Fahrt voraus. Das ganze schöne Momentum weg. Na gut, wir sind eh gleich da, von daher. Ja los, ihr habt grün, warum fahrt ihr nicht? Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Die brauchen hier schon wieder ewig für ihre Strecken. Hi. Ich bin der Neue. Ich war schon immer so. Die Straße geht weiter, ne? Oh, gucken wir uns gleich mal an. Was? So weit vorne schon? Ich hätte gar nicht drinne in der Markierung, oder? Oh doch, tatsächlich. Ha, huh. Aber gut. Hm. Na gut. Dann ist das halt so. So, geil, geil. So. Da gucken wir jetzt direkt danach links. Was für ein Circuit hier auf uns wartet. So viel dazu. Oh, ist auch schon. Wow. Er hat sich ja echt voll gelohnt, ja alles. Bin begeistert. Gut. Dann unsere nächste Mission auf nach Salt Lake City. Ist ja hier gleich direkt hier nebenan. Cool. Wir fahren dahin. Gibt es keinen besseren Weg? Ah, ne. Hier ist. Weil hier schon wieder keine Straße ist. Muss ich einmal rum. Warum gibt es hier keine Verbindung? Wie kann ich. Wait. Doch, man kann hier einfach durchfahren. Könnte ich da doch so reinfahren? Kann ich doch so reinfahren oder nicht? Das gucken wir uns erstmal aus der Nähe an. Das kommt mir ein bisschen sehr suspekt vor, diese Stelle hier. Kommt mir ein bisschen sehr suspekt vor, oder? Hat er gerade erst hier in den hinteren Zaun geladen und dann in den vorderen Zaun? Sah gerade irgendwie komisch aus. Ah, sie sind doch jetzt 100 Meilen gefahren. Aber schön, dass er sich auch weiterzählt, also dass er nicht nach jeder Mission mit dieser freien Fahrt zu vorne anfängt zu zählen, sondern das auch quasi intern weiterzählt. Ah.
Haben wir grün? Wo ist die Ampel? Ach, hier, ach, hinter keine Ampel. Da vorne ist erst die Ampel. Lol. Was ist das schon wieder für eine Straßenkonstruktion? Wer erfindet denn sowas? Hey, ey, 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 ey. Immer diese Amis und ihre komische Straßenkonstellation. So wie letztens dieses Autobahnkreuz, ne? Habe ich von geträumt, habe ich. Ja, zum Glück nicht, aber hätte schwören können. Ich habe zumindest davon geträumt, dass ich davon geträumt habe. Also, das muss auch schon zählen. So, jetzt bin ich mal gespannt, warum wir da nicht geradeaus weiterfahren können. Laut dem Navi. Muss man ja dazu sagen. Doch, das geht doch. Das sieht doch offen aus hier. Ich sag mal so, sehr interessant. Volvo! So. Bam. LKW-Konfigurator. Jetzt müssen wir mal gucken. Genau, die größere Kabine haben wir noch nicht. Erst ab Level 20, bis dann brauchen wir noch ein bisschen. Aber, was wir machen könnten... Hä? Gibt's sowas gar nicht? Gibt's hier kein Winddach-Gedingsgedöns? Wow. Lol. Ich kann hier gar nicht so ein Winddings hier Bumster aufsetzen. Das ist ja mal interessant. Das ist ja mal, ja. Lass doch mal was. Lass doch mal. Gucken wir mal so, ob wir neue Sachen hier haben. Ja, mit ein bisschen Blinky-Blinky-Licht. Nee, finde ich scheiße. Nee. Nee. Sie sieht immer noch genauso scheiße aus wie früher. So, neue Rückspiegel oder sowas haben wir auch nicht. Da haben wir schon alles, genau. Das Ding wollten wir noch letztens. Ist mir ja aufgefallen, dass wir das Ding gar nicht haben. Hier haben wir jetzt ein paar mehr, aber alles nur so Chrom-Dinger. Nee, würde ich nicht, weil dann ist nämlich unser Bild dann da abgeschnitten näher. Ja, okay. Ist also das Einzige, was wir gerade gekauft haben. Das Ding. Geil. Let's go. Wir werden es dann wahrscheinlich nie nutzen, aber hey. Können wir uns ein bisschen gleich mal einstellen. Spiegel und den Seitenspiegel. So, jetzt wird interessant. Warum ist er so schräg, so gedreht? So, kann man die irgendwie... Aha, ja. Ja, so ist doch gut. So ist gut. Ja, perfekt. So ist doch ganz angenehm. Sehr schön. Okay, du kannst bleiben. Dann fahren wir jetzt zu unserer neuen Garage. Also noch ist ja nicht unsere, aber wir fahren jetzt zu der Garage, die ist da hinten. Oh. Let's do this. Ach, guck mal. Ja, achso. Jetzt lässt er das hier zu. Jetzt schickt er uns nicht außen rum. Was ist mit diesem Navi los? Ich verstehe das nicht. Wie viele Autos gibt's denn hier? Digga, was denn los? Gut, machen wir anders.
wir fahren jetzt mal auf die Spur und fädeln dann ein. Warum sind die genauso schnell wie ich? Ich wollte gerade überholen. Ihr Schweine. Go straight on. Ah, guck mal, wir haben grün. Mach ich doch. Turn left. So, rot ist nur für die, die gerade ausfahren. Aua. Hat der mich hier angebumst? Hat der mich gerade angebumst? Was für ein notgeiler Sack. So, was bist du? Du bist im Jobcenter, ne? Ja, genau. Sonst nichts. Nichts Interessantes. Ich meine, gut, wir wollen ja bald wieder Leute anstellen, ne, desto mehr Auswahl haben wir. Also vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So. Welcome to Salt Lake City. So, Bank. Wir brauchen Cash. Und noch mehr 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 Cash. Ah ne, halt, so, halt, stopp, ich will verkaufen da. 180.000. Ja. Ich hoffe, wir bereuen es nicht, aber eigentlich, wie gesagt, wir bekommen mittlerweile so viel Geld. Da können wir es uns leisten, nochmal richtig schön in die Schulden zu gehen. Ja, ja, mach weiter. Lalalala. Danke. So, jetzt haben wir eine krasse Garage und die 140.000 Dollar, die wir jetzt noch über haben, könnt ihr sogar. Warte mal kurz, eigentlich könnten wir uns ja direkt umziehen. Das klang jetzt total nach was anderem. Ich meine, also, dass wir umziehen nach da. Ne? Nicht, dass wir uns jetzt umziehen im Sinne von Kleidung wechseln. Wo ist denn jetzt die Frachtmarkt? Nein. Ich will raus. Ich will zu meiner Mami. So, hier. Fahrermanager. Wir ziehen um nach da. Dankeschön. So. Und mein LKW zieht auch um. Nach da. Bam. Yeah. Da können wir es natürlich auch so ein bisschen so getrennt machen, wie ich es in meiner primären Welt gemacht habe. Also bei der Welt, wo ich so privat gespielt habe, wenn ich jetzt so. Da habe ich es nämlich so gemacht, dass ich quasi pro Garage immer einen Typ von LKW hatte. Oder zumindest eine Firma von LKW. Das heißt, dass in der ersten Garage, die wir am Anfang hatten, jetzt ausschließlich den Kenworth fahren. Was macht ihr gerade? Da. Na, hier, die ganzen Kenworths sind ja alle jetzt in der einen Garage. Und der leere Platz, da kommt später auch ein Kenworth rein. Und in der Garage, die wir jetzt gerade gekauft haben, in Salt Lake City, da kommen nur noch Petabytes rein. Das ist ja gar nicht mal so schlimm. Da haben wir ein bisschen sortiert, ein bisschen schön. Die alle parken hier? What the fuck? Warum pennen die alle? Status Auftragsfahrt. Auftrag. Ne, die machen gerade alle eine Auftragsfahrt. Wieso parken die denn alle? Ne, ist ja auch egal. Solange wir die arbeiten, arbeiten sie. So, genau. Sehr schön. Das heißt, jetzt Auflieger. Wir brauchen Aufliegerhändler. Ich hoffe mal, die 140.000 reichen, aber glaube ja. Weil das ist irgendwas um die 130.000, ne? So, zuallererst das. Dann das. Dann das. Dann das. Das. Ditte. Ditte. Und ditte. Ey, da. Und das. So, hier hat er auch genommen, genau. Da vorne ist nichts Besonderes mehr. Und hier hinten hatten wir nichts geändert. Hier ist eigentlich alles so geblieben, wie es geblieben ist. Genau. Ja, war's doch schon.
Bestätigen. Kaufen. Ab in unsere Werkstatt. Bam. Ja. So, Aufliegermanager. Kühlauflieger und jetzt nutzen. Bam. Ach stimmt, wo wurde jetzt der direkt angekoppelt, weil wir ja gerade auch da sind. Guckt euch das an, Alter. Guckt euch diese Scheiße an. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Direkt speichern. Oh, Alter. Ein bisschen viel Chrom, mein Freund. Ah, ist das. Ich bin hier irgendwo drin. Alter. Falsch rum. Guckt euch diese LKW an. Ist ja das denn nicht schön? Diese Räder, diese Lackierung. Holy moly. Ah, das ist schon geil. So schön Beauty-Shot machen hier. Boah, Digga, das ist voll der aufwendige Kamerafahrt, my friend, ey. Da hab ich jahrelang studiert. Krass, korrekt. Ja, finde ich cool. Nein, da. Ja, was nach unten? Was hat da für ein Bild im Hintergrund? Haha, reingeguckt. Hä, was soll das denn? Ja, egal. Ach, guck mal, wir haben ja auch so ein die sind aber neu, oder? Diese Sticker? Die sind mir sonst nie aufgefallen. Die müssen jetzt neu sein. Ha. Ah, ja. Schon geil. So, okay, komm, genug Rumgespielchen. Wir können jetzt tatsächlich Missionen annehmen mit Auflieger. Das wäre Frachtmarkt. Boom. Ja, direkt unseren nagelneuen Auflieger in die Luft sprengen. Aber lukrativ ist es schon, oder? Wow. Das ist der längste Strecke der Welt. Ich würde sogar fast das hier nehmen, weil ich will hier mehr in obwohl, da haben wir auch ein unbekannten Gebiet. Ah, im die Strecke hier unten kennen wir sogar schon. Den nehmen wir doch eins von den beiden hier. Nehmen wir mal direkt die ein bisschen mehr bringt. Nee, die haben ein bisschen weniger. Die haben ein bisschen mehr. Ah, gut. Ist ja auch 3 Meter weiter. Ah, wei. Ja, let's go. Jetzt habe ich es einstellen. Okay, here we go. Here we go again. Unser Auflieger, unser erster eigener Auflieger in ATS. So, und jetzt haben wir noch $5,000 übrig und einen Kredit von 500.000. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Habt ihr gedacht, dass ich jetzt auch einen Ballübergang fahre, dann zukommt und bumm, ne? Erstens funktioniert das hier im Endgame sowieso nicht, die Züge bleiben einfach stehen. Und zweitens, so dumm bin ich nicht.
Ich sehe zwar dumm aus, ja, keine Frage, aber ich bin es nicht. Bäm, bäm, bäm. Freie Bahn mit Marzipan. Ist aber gerade immer in gerade in Amerika ist das wirklich so ein Ding, weil da halt genauso so eine Konstellation wie wir gerade hatten, wirklich sehr häufig der Fall ist. Und da dementsprechend auch sehr häufig LKW-Fahrer, also jetzt relativ gesehen nicht sehr häufig, aber einfach aufgrund der Häufigkeit. Wie bringen wir das grammatisch am dümmsten drüber? Also, ab und zu vergessen LKW-Fahrer das und fahren dann halt doch bis zur Ampel ran. Und ich stehe damit mit dem Hänger auf dem Bahnübergang. Was? Oh. Das Problem ist, den LKW-Fahrern passiert das zwar relativ selten, aber einfach aufgrund dieser Häufigkeit dieser Konstellation. Reicht halt trotzdem aus, dass es extrem häufig passiert. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus wollte. Warum ist da ein Gartenzor? Wo kommt der her? Den habe ich nicht bestellt. Jetzt ist er weg. Die Schienen hier, kann das sein? Das geht doch nicht mit rechten Ding zu, oder? Sehr interessant. So. Klar, schön in der Kiesgrube unsere nagelnden Hänger erstmal direkt dreckig machen. Das ist doch geil. Frachtmarkt. So, wir bringen das genau. Let's go. Als ob die hier Dynamit produzieren. Das sieht doch nicht aus, als wenn die hier Dynamit produzieren würden. Hier gibt's Kies und Sand und das war's. Kein Schwarzpulver, kein nix, kein gar nichts. So, da müssen wir hin. Hier rückwärts einparken. Kacke ist ja auf Liga lang. Das reicht ja gar nicht. Kein bisschen. Gott, mein Auflieger ist definitiv zu lang. So. Jetzt aber. Der ist auch so lang, dass man das kaum abschätzen kann im Rückspiegel. Ah, das sieht schon besser aus. Ja, schon sehe ich im Rückspiegel nichts mehr. Kacke. Ich hoffe, das hat gereicht. Bitte, bitte, bitte. Ah, war sogar ein bisschen zu wenig. Also ein bisschen zu früh. So, das heißt ein bisschen gerade ziehen. So. Also muss schon sagen, für unser erstes Mal mit dem langen Auflieger. Gar nicht mal so schlecht, oder? Das ist actually good. Ja, läuft doch. Ha! Hä? Ach, Jetzt habe ich den abgekoppelt. Ich glaube das nicht. Ich fühle mich mal echt. Ich will nach Hause. Danke. God damn it. War ja wieder klar. Das musste passieren. Ganz ehrlich. Jürgen. Ja, würde ich mal sagen, machen wir das jetzt mal hier Folgenpause. Weißt du, das Einparken so perfekt gelungen, ja. Wir haben gerade mal zwei Versuche gebraucht. Also beim zweiten Versuch direkt geklappt.
Wobei ich beim ersten Mal auch schon direkt gemerkt habe, dass es fehlerhaft war. Von daher kann man das auch schon als nicht gescheitert, sondern schon von vornherein egal. Auf jeden Fall verkacke ich es damit, dass ich den Hänger auf einmal abkuppel. Ah, es war ja wieder so typisch. Ey. Ist schon wieder so eine Scheiße hier. Ey. War alles kacke hier. Ey. Mein Geld zurück. Von wem eigentlich? Egal. Ja, bis dann.